Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öli hier und herzlich willkommen zum nächsten Red Dead Redemption 2 Let's Play. Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Gestern kam ja gar kein Video von mir, nicht auf viel FIFA, nicht auf viel Gaming, denn ich hatte gestern Geburtstag gehabt. Erstmal danke an alle für die Glückwünsche. Bin 24 geworden gestern und ja, Mann, war auf jeden Fall echt cool von euch zu sehen, wie viele Nachrichten ihr geschrieben habt. Ihr habt wirklich mein ganzes Postfach zum Explodieren gebracht. Und ja, ich habe mir natürlich ein paar Notizen gemacht aus der letzten Red Dead Folge und viele haben gesagt, ich muss mein Dead Eye öfters verwenden, denn ich benutze das nicht so oft. Und ihr habt gesagt, wir müssen auch mal was essen gehen, damit sich unsere inneren Kerne auffüllen. Seht ihr das unten links? Da ist unser Herz fast komplett weg und unser Blitzding ist auch komplett leer. Ich wollte gerade hier was essen gehen, aber irgendwie gab es da nichts. Richtig komisch, warte mal, wir können auch das Dosenpfirsiche, das ist ja was zum Essen. Das füllt ja auf jeden Fall auch die inneren Kerne, klar. Aber wir haben ja auch bei uns zum Beispiel hier einen Schlachter, wir haben ja auch das Essen, aber dieser Eintopf ist immer noch nicht fertig, leider. Deshalb, wir nehmen einfach mal die hier, wenn wir eh genug von denen, machen das mal hier mit. Das sollte ja auch kein Problem sein. Wir haben ja die Sachen, ganz easy. So, und damit sind eigentlich unsere inneren Kerne so gut wie wieder voll. Und wir können auch direkt zu der nächsten Mission hier. Wir machen direkt weiter, Freunde. Let's go. Are you busy, Arthur? Nö, ich bin nicht busy, Alter. Well, I know you think I'm just some effete buffoon. What? A man of words and not of action. Hardly a man at all. Well, I think you're as slippery as an eel in an oil slick, but still a man. Because I think I found something interesting. Yeah? Have you ever robbed a stagecoach? No, never. I would have even thought. Of course I robbed a goddamn stagecoach. You know I have. And what's the problem with stagecoaches? The armed man attempting to put a bullet in your head? Not quite. The odds. I mean, is it worth the robbing? Sometimes. I know. But, well, if you'd like to come with me, I can introduce you to a new best friend, and he's going to give you all the decent, robbable stagecoaches a hot-blooded degenerate could require. Well, I could require a whole lot. So where do we find this friend of yours? Rhodes. Because what can possibly go wrong there? Well, lead the way and we'll find out. Let's go, Alter. Wir fahren jetzt mit dem zusammen dahin. Heute kommt auf jeden Fall auch noch WWE online. Danke auf jeden Fall, dass ihr euch, oder sehr viele von euch besser gesagt, meinen Merch geholt haben. Mega korrekt auf jeden Fall von euch. Ich würde sagen, wir können jetzt vorreiten. Kommt der Typ jetzt eigentlich mit oder nicht? Ich weiß es gar nicht. Doch, er kommt mit. You know me. I like to make friends in low places. How the hell you end up down here anyway? I could ask the same of you. I have a few commitments over this way. Some expenses to meet. Expenses? What expenses? Gentlemen's canes and rabbits to pull out of hats? Among other things, I had quite a nice little business going for a while. Would you please slow it down? Habt ihr gehört, was er meint? Would you please slow it down? Meint ihr, so reit mal ein bisschen langsamer, damit ich nachkommen kann. Digga, wie lange... Wait, this isn't the way to Rose. Junge, Junge, wie lange braucht er denn, ey? Immer ein bisschen schneller reiten. Lest unten mit, Freunde, ist alles wichtig. Until, well, that unfortunate run-in with the law. Yeah, that's how it goes. Thanks for disappearing on us during that Sean business, by the way. I've done my part. Each to their strengths, dear boy. You know, you boys should really watch yourselves with those two families. This is a small town. People talk. I tried to mention it to Osea, but you know how he is. So, wir sind angekommen, Leute. We can hitch up outside. Ja, und lassen die Pferde mal hier. Aber es ist wirklich wie so eine komplette Filmreihe oder wie eine, sag ich mal, wie eine Serie aufgebaut, das Spiel. Ja, also man wechselt seine Orte, man lernt neue Charaktere kennen, man lernt so viel über die Charaktere. Das ist schon heftig, also da merkt man, wie viel Arbeit in diesem Game überhaupt drin steckt. Das ist echt krank. Come on. Hang back a bit and let me do the talking. We don't want to scare him off. Okay. Jetzt ganz ruhig. Boah, der stirbt einfach ein Brett hier mit, Alter, korrekt. So. Gucken, was jetzt abgeht, Freunde. Der Arf hat voll die grauen Haare. Kann man auch die Haare färben hier? Er sah so zumindest gerade aus. Jetzt sehen die wieder ein bisschen freundlicher aus. Wir müssen auf jeden Fall auch mal wieder zum Friseur, Leute. Das ist ganz klar. Vielleicht machen wir das gleich mal direkt, wo wir sogar hier in der Stadt sind. Hallo, Alden.
Hello, Josiah. How have you been? Dandy. And you, friend? Like I said, times are tough. My missus is a bad woman. Oha. Terrible woman. They often are. But how's work, Alden? Terrible. Wages got cut again. They reckon they just invented a new horse's carriage will be the end of us. They've been saying that nonsense since they invented the wheel. The wickedness of bosses. I know. My comrades here and I are greatly discouraged from the adequate fulfillment of our duty. A discouraged man is no man at all, Alden. No man at all. My friend Arthur here has a present for you. Ja, hab ich. Alden bezahlen. Here. Ain't you kind, sir? Call him Arthur. He's one of us. A fellow man of distinction. Okay. Well, this is perfect timing. I think you'll like this one, Josiah. It'll be coming south down the river road through Siltwater Strand. Thank you, Alden. Was hat der für ein Bart, thank you very much. Oh, and Josiah, if you or Arthur are ever out Strawberry Way, ask for my colleague there, a feller called Hector. He's also one of the, what did you call us again? Discouraged men, Alden. That's it, discouraged men. I like that. Well, goodbye, Alden, or should I say, adieu. Oh, adieu, Josiah. So, korrekt, Alter. Sieht man ein bisschen Para mit Para. Funktioniert alles. So. Ist echt so. Heftige Scheiße, Leute. Guck mal, der spaziert aus dem Laden raus, als ob wir alle Zeit der Welt hätten. Okay. I think I know a good spot to wait. Follow me. Um mir aufzulauern, komm mit. Okay, dann folgen wir dem mal. Ich bin gespannt. Okay, let's go. This way. Okay, ich würde sagen, Freunde, wir sehen uns einfach gleich dort wieder. Oh doch, wenn die reden, dann bleiben wir auf jeden Fall dran. Dann lese ich gerne mit und ihr auch. Earning a pittance. The unions are whipping them up, so they want something on the side. Like he said, there, Strawberry. Could create a lot of opportunities for a man in your line of work. I ain't sure about going back to Strawberry after all that market business. Didn't sound like you left anyone alive to recognize you, so I wouldn't worry too much, dear boy. All this trouble. You gentlemen are becoming quite the celebrities, aren't you? Soon you'll be on the front of a dime novel. And dead, of course. We're hoping to be long gone before that. Dutch has a plan. Ja, aber ein sehr gewagten Plan, Alter. Also, das kann ganz schön in die Hose gehen, so wie wir das vorhaben zurzeit. Diese Doppelgeschichte und alles, das ist heftig. Okay, this should do. Sure. Here. I'm hoping we won't need those. Better safe than sorry. So what were you thinking? Well, according to this, the loot is located in a strongbox, which is in the back. I'll put on a little performance, and you can scurry around, open the strongbox, and relieve them of their goodies. And how do I open the strongbox without threatening someone to open it for me? This should work. And I can do this silently? Well, I'm hoping complete silence won't be necessary. But you're going to wish you had your earplugs. This is Damson. Oh, very good, Alden. Very good. Of course, if anything goes wrong, you can wave your guns around like you normally do. Hold tight. They'll be here soon. Ein paar Sekunden später. Warte auf die Kutsche. Okay. There it is. Right on time. Let's go. Keep your distance so they don't see you. And please leave that gun in its holster for once. Wir lassen jetzt mal die Waffe stecken, wie der gesagt hat. So. Ich kann euch ein bisschen erzählen von meinem Geburtstag. Also, wir waren auf jeden Fall reinfeiern gewesen von Samstag auf Sonntag hier in Düsseldorf. Und am Sonntag war ich dann mit meiner Familie, meiner Freundin, waren wir essen gewesen. Ein bisschen was getrunken, Kuchen gegessen und so. War auf jeden Fall ein cooler Tag. Oh shit.
warum? Okay, damn it. Do it your way then. Meet me back at the crossroads. Warum ist er jetzt so nah rangegangen, ey? Deswegen die Postkutsche zum Anhalten. Ja, soll ich sagen, wie das geht? So geht das. Stopp. Alter, was soll... Alter, hallo. Was soll die Scheiße denn hier? Wo ist mein Pferd? Dann bringt er fast mein Pferd um. Wie sollen wir die jetzt zum Anhalten zwingen? Vielleicht gehen wir da mal neben die und reden mit denen. Bisschen bremsen. So, jetzt. Auf den Wagen springen. Ja. Machen wir das jetzt so richtig oder wie machen wir das? Ist geil, spring einfach drauf. Oh shit. Hi. So. Aber wir haben sie angehalten. Wir haben die Postkutsche angehalten. Der meint, versuche deine Waffe diesmal nicht zu benutzen, aber das geht sehr schwer bei uns. Warum schießt er nicht auf den hier? So. Und boom. War das jetzt richtig oder falsch? Jetzt bin ich mal gespannt, weil die Postkutsche steht ja. Es ging ja darum, die zum Anhalten zu bringen. Und das haben wir ja gemacht, ne? Die Postkutsche steht. Und... Ah, hier hinten zerschlagen, warte mal. So. Aha, was haben wir denn da Schönes? Komm, wie easy man einfach früher die Dinger aufmachen könnte, ne? Das wäre schon zu krass, wenn das wirklich so gehen würde. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Wo ist mein Pferd? Wo ist es? Pferd, ah, da kommt es doch. Wir haben schon so eine gute Verbundenheit mit unserem Pferd, Kappa. Viel Spaß haben wir nicht. Oh, wir treffen uns mal mit dem. Wo ist er denn? Ist der Typ abgehauen? Ich verstehe das nicht. Ja, der war doch gerade mit uns, ne? Das ist einfach abgehauen, stattdessen uns zu helfen. Warte, ich mal gucken. Wenn jetzt am Arsch der Welt ist, lachst du mich kaputt, ne? Der steht einfach da hinten. Wir sehen uns gleich. So, und da sind wir. Rafa macht aber direkt kurz den Prozess. How did we do? Well, aside from all the shooting, getting shot at, we did fine. Here. Thank you. Well, now, go see Alden from time to time. Let's hope it goes a little smoother next time. We always hope that, Arthur. See you soon! So, die Mission haben wir bekommen. Wir haben jetzt Anteil $206 bekommen. Ja, wir hätten das natürlich auf die Art von ihm lösen können, aber ganz ehrlich, Leute. Der Afa, der macht kurz einen Prozess. Ich habe mich vor die Kutsche gestellt, die wollten mich überfahren. Deshalb dachte ich mal, ja, zögern wir die Waffe raus und ab geht die Post, ey. So, wir gucken mal, welche Mission wir jetzt machen. Also dieses LS geht ja gerade zum Beispiel nicht, der Leopold Strauß bei unserem Lager. Wir haben jetzt noch diese Hosea Matthews Mission, die hier hinten ist. Das heißt hier hinten, die ist am Arsch der... Ne, ist doch nicht so weit. Da reisen wir mal jetzt direkt hin, Leute. Bis gleich. So, Leute, guckt euch mal wieder dieses Anwesen an. Das sah letzte Folge richtig krank aus, wo das bei Nacht noch gewesen ist. Aber jetzt sind wir mal tagsüber hier. Das ist schon, guck mal, was für ein krasses Haus das ist für damalige Verhältnisse, ey. Das ist schon heftig. So, da ist der Butler. Ah, please come in, sir. Egal, Alter, ich mir sofort denken, ey, das muss bald meine Wohnung sein. Die Freunde, way, die Freuden des Tabaks. Okay. A gentleman to see you, ma'am. Oh, ja, trink hier lecker Kaffee. Your friend, the other liquor vendor. Hello. Hello, ma'am. Arthur, welcome. We're just playing cribbage. Arthur Morgan, Mrs. Catherine Braithwaite. Nice to see you again. Apparently. So this one, he is big and as dumb as he looks? Well, he's surely big, but his intelligence is a matter of some conjecture. Some say he is as dumb as he looks, but I think, well, he's not quite that dumb. So these are the boys going to Callagher Hall? Yes, we can take care of that for you, but one hates to be coarse. There is the question of money. Oh, we've got money, Mr. Matthews. Paper, bonds, metal. She ain't gonna pay you in a certified check, you Yankee numbskull. Ain't childbirth just the most beautiful miracle? Well, Arthur. Seems a lady can birth monkeys, after all. Man. Josea Aldo Matthews Marconar. Okay. Can I drive? Nope. Ich dachte schon, kann ich fahren, als jetzt kommt das erste Mal ein Auto, weil er sagt schon, kann ich fahren. Ja, okay, Kutsche fahren. Ja, Kutsche fahren, Kutsche reiten. Kann man vieles sagen. So. Okay, fährt der jetzt oder wir? Ich glaube, wir, ne? Alright, let's get this over with. Scheiße, ich dachte, der lässt uns durch. Ah doch, wir können. Korrekt. You was quiet in there. Took everything I had. That son of a horse.
I'll shove that silver spoon down his throat and pull it clean out of his ass. The smug fucker. Okay. So what's she got us doing at the Gray's place? She wants us to torture tobacco fields. Said they had rain in weeks round here. Okay. What? Da habt ein paar von euch geschrieben. Feuer, Feuer, es wird bald brennen, ne? Vielleicht meint ihr das damit. Das kann jetzt gleich was werden. Mann. Jetzt bin ich mal echt gespannt auf die Mission. Jose really picked the right fella for tea at the manor, didn't he? Ah, he was giving his usual flannin. One of these families got gold stashed somewhere, he reckons. I mean, I'm all for sticking it to rich folks. I hate rich folks. There really better be some bloody money at the end of all this. Jose knows what he's doing. Does he, though? The master finagler of nothing. Easy, easy. So far, we've destroyed the Braithwaite still. Tried to sell the shine back to them. But now we're on this fool's errand, which I'm very much looking forward to, by the way. They were saying old man Gray's double security after that business at the saloon. We just robbed their horses, too. That was you? Jesus. So, we're just gonna drive on in there, is that it? Don't worry, I got a plan. Wagons go in and out of there all the time with supplies, equipment, payroll. Especially now they're taking on all that extra muscle. We're making a delivery, that's all. Just leave it to me. I can talk a dog off a meat wagon. All right then. Da bin ich mal jetzt gespannt, Leute. Was soll ich denn noch sagen? Genau, da von der Mission, ich weiß nicht, welche das ist, aber davon haben so viele Leute geschrieben, ey, es wird bald eine geile Mission kommen, wo alles brennen wird und sowas. Und hier sollen wir jetzt auch ganze Tabakfelder in Brand setzen. Und ich denke mal, das kann schon gleich richtig krass werden. Deshalb lassen wir uns da jetzt definitiv mal überraschen und reiten da mal hin. Die Sache ist... Hold up a second. You not worried about them Grays, English? Excuse me? You not worried about them Grays? In what sense? Well, they know you. Natürlich kennen die dich. Ja, deshalb sollten wir lieber verstecken, ne? If you can act naturally and stop us from getting into a fight before we're ready. I will try. Yes. Try and do an impression of a human being. I'm not going to go that far. Versteckt sich denn dann genau? Aha, guck mal, die Hauptsache die Waffe guckt raus, seht ihr das? Stay out of sight. I'll do the talking. Ah, wir können die Perspektive ändern. Geil, wir können auch so jetzt von hier innen drin gucken. Eieieiei. Mal gucken, was jetzt abgehen wird. Scheiße. Gucken, was hier abgeht. There was a thing. A thing. At the saloon. What you talking about? Well, I'm delivering the supplies. You're not the usual driver. You want a bottle, friend? Here. Hafa, gib ihm hier raus. Have a wee drop. I'm new. I mean you no harm. I've come from Donegal, in Ireland. You don't say? Yeah. They said you'd understand. Some kind of incident at the saloon in town. I was told to bring this up here. Ask no questions, I'll tell you no lies. Sort of business. Before the officials got there, they said. Okay. Grab this way. Gott, Alter. I'll show you how to get there. Scheiße, und wir sind direkt hinter dem da, ey. Have a drink, Sean. Ach du Kacke. Das kann was werden jetzt. Er gönnt sich erstmal auf Rilly. Der kommt gar nicht klar drauf. Oh. Good to meet you, Hamish. Hey, I've direkt best friends geworden. Fine bit of country you've got here. I'm not as fine as Connemara, but fine nonetheless. My people come from Scotland. Is that right? Then you and I are nearly brothers. Ja, guck mal, so schnell kann's gehen. Oh, können wir nicht hier ein bisschen was trinken? Just over here. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah, and they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a feller to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. Bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh dear, I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the half of it. Just in there.
So. Mach mal immer bei solchen Sequenzen mache ich dann die Kamera gerne aus, damit das Feeling cooler ist. Oh. Guck mal jetzt, Leute. Wetten, wir müssen den jetzt von hinten. Guck mal jetzt. Horse like a swift one. Dude. Excuse me? Nothing. It's grand. Schalte die Wache lautlos aus. Quite a place you boys have got here. Reminds me of one of them big houses out in Donegal. Leise. Places they was, Hamish. Real fancy. Because of some folks got all the money. It can be quite the fanciest place. Boah, der bringt den einfach eiskalt um. You can hold up in here till it gets dark. Junge, der haut bringt den einfach um. Ich könnte sowas niemals so easy einen Menschen umbringen. How you getting on? Wie er das good. Nearly got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm gonna deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine, and then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained, and that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. Let's head out the back. Look, once they get wind of us, there'll be no turning back, so move quickly. Of course. I'm rebel stock, boy. I was born burning down manor houses. Burn quietly. Okay, Leute, das wird jetzt eine richtig geile Mission, glaube ich. Okay. Folge Sean. Okay. Oh, Junge, Leute, das wird bestimmt eine heftige Mission jetzt werden. Ja, Sean, mein Lieber. Ha. Oh, hey. Well, I thought the wagon already arrived. This one didn't. Strange. So... what you got there? Tools, payroll. Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll. Yeah. Let's get this job done first, okay? Just let me deal with our friend here. Genau, da soll der sich den packen. Weil wir haben ja beide Hände voll. Wir könnten das dem höchstens über den Kopf ziehen. Sollen wir richtig so... ach, scheiße. Tränke die Tabakfelder mit schwarz gebrannt haben. Okay. Tränken. Wenn du zwischen Tabakpflanzen versteckst, können Wachen dich nicht so leicht entdecken. Ah, okay, okay. So, tränken mal jetzt hier schön. So, das sollte da passen. Dann gehen wir mal hier vorne hin. Da hinten ist eine scheiß Wache. Seht ihr den? Können wir uns nicht ducken? Bisschen mehr ducken. Aber ich denke mal, es sollte passen. Should be enough for here. Perfekt. Oh, fuck. Alter. Ja, super. Kann ich den auch ausschalten, oder? It's gonna be a long night. Oder vielleicht müssen wir das auch gar nicht, Leute. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Sehen wir es mal so. Wir gehen einfach nämlich hier rüber. Und machen hier weiter. Ich zeige euch das mal alles jetzt hier, Alter. Das wird mega Bock machen gleich. Aber wie das gleich brennen wird, das wird bestimmt krass. Ein bisschen schneller. Dann müssen wir noch zwei Felder. Wir können, glaube ich, gleich einfach von hier darüber laufen, oder? Sollte machbar sein, außer der Typ da hinten sieht uns, ne? That's good. Fuck, da kommt auch noch einer. Guck mal, der läuft einfach gegen den... gegen das Ding da. Oh, fuck, hier unten rechts ist auch noch einer. Aber der chillt nur da. Das hier könnten wir so gesehen eigentlich vorbeigehen. Aber ganz gechillt, nicht zu laut, nicht zu leise. Oh fuck, wenn ich jetzt umdrehe, Arschkarte, schneller, Early. Geh doch mal, ey, die Tabakfelder sind gar nicht hoch hier. Nicht gut. Okay, so. Das Feld haben wir damit auch. Weiter, weil das gleich brennen wird. Ne? Das wird schon krass aussehen. Und diese Pflanzen sehen auch heftig gemacht aus. Ist schon detailreiche Arbeit hier gemacht mit dem Game.
Ich hab vorgenommen, am letzten gehen wir sterben wir. So. Jetzt müsste eigentlich das letzte Feld kommen. Ja, was meinst du, was das für ein Verlust sein wird für die, ne? Wenn die ganzen Tabakwälder einfach brennen. So, perfekt. Triff dich mit Sean an der Scheune. Oh shit, oh shit. Oh nein, oh nein. Fuck, fuck, fuck. Ich weiß, der Typ sieht mich da jetzt. Bro, Alter, soll ich... Oh mein Gott. Ich riskiere gerade richtig, ne? Ich bin gerade gut am Durchziehen heute. Ich glaube, hier ist keiner mehr, ne? Ja, mal. Oh, fuck, da ist jemand, oder? Wer ist das? Hallo, Sean. Perfekt, da ist er. Hol dir den. Boah, fuck, Alter. I'm gonna douse this too. Oh nein. Ey. Ich habe außerdem R2 gedrückt. Ich habe R2 gedrückt, weil ich dachte, ich kann diesen Dings machen, Mann. Die Scheune hier tränken. Wenn jetzt alles von neu ist, ne, das wäre zu krass. Boah, ich dachte schon gerade, ne, Leute. Ich dachte gerade echt. Also dann hätte ich mich, glaube ich, echt kaputt gelacht, ne. Hätte das jetzt einfach fallen lassen. Okay, ich verstehe. Das heißt, wir könnten den quasi jetzt auch ausschalten. Wer ist schneller? Wer ist schneller? Hey, schon mit. Nein, lass mich. Ah, er macht das. Okay, okay, okay. Scheiße, ich baller gerade einfach. Habt ihr das gesehen? Was ein Fail wieder hier vom Rille Peter. Brennen die Scheune wieder. Ja, womit denn? Was? Ah, okay, okay. Ja, und jetzt? Hallo? Digga, der lässt das einfach in seiner Hand da, ne? Sehr gut. Schnell raus hier. Now let's burn those bloody fields to the ground. Ach du Scheiße, jetzt geht's ab. Oh mein Gott, das wird jetzt geil. Guck mal jetzt. Uff. Jetzt brennt alles hier. Schalten die Waffen. Was? Da hinten? Okay, da hinten sind welche. Oh fuck, guck mal jetzt, Leute. Hallo. Schieß doch. Das soll doch beide Waffen nehmen, Mann. Und das war die. Wow. Hallo. Braucht manchmal so lange, der Typ, ne? Das ist so krass. Okay. Wow. Fuck, woher kommen die denn alle her? Digga, es brennt hier gerade alles. Richtig geil. So, wir nehmen jetzt das Gewehr hier. Scheiße. Eins. Nein. Nein. Hallo, wird ihr mich verarschen? So, jetzt aber. Die ganzen Pferde, Alter, die machen Palaver. Junge, Junge, Junge. Boah, ist der weit weg da hinten, der Typ, ne? Schieß. Wie gut. Der ist zu weit weg, glaube ich, ne? Und doch, den haben wir. Komm, komm, komm. Boah, guck mal, das brennt, Leute. Da war da gerade jemand? Boah! Ja, da war jemand. Ah. Nein, nein. Fuck. Boah, der hat gesessen, Alter. Folge Sean zu den Pferden. Ja, Sean, wo bist du, Bro? Oh, hör mal die Musik. Oh, geil, Alter. Guckt euch das mal an, wie heftig das aussieht. Meisterwerk. Wirklich ein Meisterwerk, Leute. Das Spiel wird noch so krass werden, Leute. Deshalb alle, die gucken, bleibt auf jeden Fall dran bis zum bitteren Ende. Also auch wenn es noch Wochen dauern wird, bis Weihnachten oder keine Ahnung was. Das ist so krass. Red Dead Redemption ist ein Spiel, was ich mir geschworen habe, was ich unbedingt spielen will. Ey. Das macht doch wirklich Bock. Pack den anderen. Jawohl. Ja, zieh durch. Was ballert denn da hinten? Nein. Jawohl, haben wir. Da links ist noch, glaube ich, jemand.
Junge, wie das hier am Brennen ist, Mann. Das hab ich. Wenn wir zurück haben, wir so einen präzisen Schützen wie den guten Arthur, ne, der die alles platt macht. Alter, guck mal, wie heftig das aussieht, ne, mit Feuer und so. Krank. Schnell durchsucht den. Eieieiei, schnell, schnell, renn doch, renn doch. Okay, so. Frei, die Pferde werden sie. Werden schon. Wie die Pferde befreien. Was soll ich machen? Das Pferd loszuschneiden? Was? Wie? Hä, wie will ich? Untersuchen? Wieso untersuchen? Info anzeigen? Na, das will ich doch gar nicht, hallo? Warte auf Sean, ja, da ist er doch. Komm jetzt. Folge Sean. Ja, Bro, lass mich doch mal hier auf das Pferd drauf. Das ist zu krass gerade, ne? Er will da nicht hoch, ne? Ich verstehe das nicht mit dem Durchschnitt. Da müssen wir das Messer nehmen oder was? Warte mal. Warte. Ich verstehe das gerade nicht, ne? Ah, jetzt. Jetzt. Okay, okay. Meine Güte, ey. Also, da war irgendwas faul gewesen gerade, Leute. Gerade ging es auf jeden Fall nicht. Aber jetzt haben wir es. So, jetzt können wir nämlich aufs Pferd drauf und auf Sean warten. Meine Güte, ich habe mich schon ganz gewundert, was muss ich denn da abschneiden? Wir wollen die verarschen. Okay, let's go. So, jetzt geht's endlich. Boah, wie geil das aussieht, Freunde. Seid mal ehrlich, schreibt es mal in die Kommentare. Das sieht einfach zu krass aus. Allein schon diese Partikel, alles hier. Verpisst euch. Können wir die Eier lecken? Wir hauen einfach ab. Wow. Wir überfahren die einfach. Ja, die zwei rasieren einfach alles, ne? Das war mal wieder echt eine krank geile, geile Mission. Muss man einfach so gesagt haben, Leute. Oh, fuck. Hey, warum ist das Tor aufgegangen? Das Tor ist gerade einfach aufgegangen. Habt ihr es gesehen von weitem? Oh, die Musik. Da kommt sich vor wie im Wilden Westen, ne? Und das ist genau das, was Red Dead Redemption schafft. Dich in eine andere Welt mit hineinzunehmen, so, ne? Seid mal ehrlich. Man ist wirklich in einer ganz anderen Welt für mich. Meine Güte. Krank. Wait a night. Sure. Interesting little fight Dutch has put us into the middle of here. I hope him and Jose are right and that there's some money at the end of it. Well, what now? Head on back to camp. You coming? Nah. Ablehnen. Later, I got some business. Right you are, English. Another job well done, I'd say. Ha. Das war eine geile Mission, ey. Vielleicht meintet ihr das mit dem Brennen. Der Mike Bam, der hat das, glaube ich, geschrieben gehabt. Das haben wir. Und jetzt haben wir auch direkt wieder eine neue Mission auf der Karte, oder hatten wir die schon? Ich weiß es gerade nicht so ganz. Wir gucken mal eben auf der Karte nach. Wir werden auf jeden Fall noch ein oder zwei Missionen machen heute. Die Frage ist, okay, wir müssen dahin. Okay, ist wieder ein bisschen weiter weg. Ja, mit Postkutsche lohnt sich das nicht. Wir können da eh nicht dahin reisen. Wir müssen da mit dem Pferd hinreisen, Leute. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich direkt dort wieder bei der nächsten Mission, Freunde. Bis gleich. So, Leute, wir sind bei der nächsten Mission angekommen in unserem Lager bei Maika. Okay. So, Maika, das Mini-Würstchen. Blessed are the peacemakers, for they shall be called... Hey, Molly, where's Dutch? Well, however it goes. I'm not sure all that line of thought serves you and me very well. That's because, Cowpoke, you are a man of profoundly limited intelligence. No doubt. Well, you and the old man and Dutch have been running around, digging us ever deeper into shit. Old Mr. Pearson might have gone and lightened the load a little. Pearson! Ain't you curious? I guess. Gentlemen. Dutch. You tell him, fat man. It's peace, Dutch. The O'Driscolls. I mean, I think there's a way. What on earth are you talking about? Get the words out properly, fat man. I met a couple of the O'Driscoll boys on the road in the town. And things were about to get ugly. But you know how I am in a fight, huh? Like a corner type. Was ein Vogel. Das sieht aus wie ein Metzger. Anyway, somehow it didn't, but... We got to talking, and they suggested a parlay to end things like gentlemen. Gentlemen. Combe O'Driscoll.
Have you lost your minds? You're always telling us, Dutch. Do what has to be done, but don't fight wars ain't worth fighting. They want a parley? It's a trap. Well, of course, it's probably a trap. But what do we got to lose finding out? Get shot. We ain't getting shot because you'll be protecting us. It's a trap. You shoot the lot of them. If it ain't a trap, that's slim chance. I don't see the point in any of this. It's a chance you gotta take. I killed Combs' brother a long time ago. Then he killed a woman I loved dear. As you say, it's a long time ago, Dutch. Let's go. You and me, with Arthur protecting us, no one else. What about me? This ain't the time for tigers, my friend. Junge, Junge, Junge. Der Dutch ist echt ein eiskalter Typ. Ich feiere den aber eigentlich. Der ist mega so dieser Anführertyp, aber auch so irgendwie mega sympathisch, Alter. Der ist korrekt. Ich feiere ihn mit seinem weißen Ross, ey. Folge Mika. Fine. Mount up then, Morgan. Let's go then. Whoa there. Oh. So. Sagen wir, folgen wir mal jetzt einfach. Boah, ich kann immer jede Folge nur die. Ich will nichts mehr sagen zu der scheiß Grafik. Das kann ich nicht sagen. Diese Grafik ist wirklich. I've been fighting Comb for so long now. I can barely remember a time when it was different. And you're still fighting him now. Make no mistake of that. Here he goes. Doubting Thomas. Is there any plan you ain't sour on? Well, maybe you're right. Just nervous. Let's not waste any more lives needlessly. I ain't costing lives here. I'm saving them. What did you say? We had Pinkertons coming after us. Because Pinkertons. Of Blackwater. Pinkertons. And Leviticus Cornwall and his private army. Das ist echt, die ganze Welt jagt uns. Who knows when this local hillbilly thing will come to a head? Hm? Can we really afford to be fighting on all these fronts? And O'Driscoll. There is wisdom in that. I hope so, gentlemen, but like I said, I'm nervous. Look, you ain't even going to be the one in danger. We'll get on over there, find a nice perch for you to settle into. You got that rifle, don't you? Yeah, yeah. Then me and Dutch walk right in to the lion's den. Die Höhle des Löwen. With you to cover us, hm? So eine geile Serie. Okay. Just keep calm, unless I give you a reason not to. Oh, we'll be fine. We got you. Oh, das ist geil aus hier. Ist das denn? I will do my best. Schade, dass hier kein Wasser mehr drin ist. Oh, my dear and trusted friend. Alter. With you geil. Watching over me, I would walk into hell itself. As would I. Hey, up there. Men on the oh. ridge. O'Driscoll's from the look of them. O'Driscoll's. I don't like having eyes on us. We're close. You'll be the eyes soon enough. Oh, wie geil das hier aus mit dem Morgengrauen. Ne? Guck mal hier. Machen wir nochmal die Kinokamera an, Freunde. Damit ihr ein bisschen dieses Filmfeeling bekommt. I have pushed too hard. Got us into situations that could have been safer. I see all those mouths we gotta feed and I dream too big, caring too much. That's my problem. Caring too much? There's no such thing. This is horse shit from both of you. It might be. Micah might be full of shit. Combs O'Driscoll might be full of shit. The promise of this great nation, man created equal. Ist eine Lüge. Liberty. And justice for all? That might be nonsense too, but it's worth trying for. No. It is worth believing in. Can't you see that, friend? I don't know. Try. All I ask is you try. Klar. Wir versuchen es auf jeden Fall, Leute. Alter.
You're going to peel off ahead. We'll be meeting down on the plain. Find a spot just above us where you can keep an eye on things. All right, all right. However this shakes out, let's aim to meet back at the fork in the road afterwards. Gib dich zum Beobachtungspunkt, alles klar. So. Da reiten wir mal hin zum Beobachtungspunkt. Ja, wie gesagt, Freunde, heute kommt auf jeden Fall noch WWE online. Danke, wie gesagt, auch nochmal für die Merch-Aktion, dass ihr euch alle fleißig so sehr den Hoodie geholt habt. Den gibt es jetzt ab heute nicht mehr. Mega korrekte Aktion von euch. Ich werde auf jeden Fall zu Weihnachten auch nochmal coole Sachen rausbringen, definitiv. So. Alter, was ein Aussichtspunkt, ne? Heftig. Überrascht mich immer wieder aufs Neue, Leute. Frage ist, wo müssen wir jetzt hingucken? Ah. So, da sind die. Gucken wir mal ein bisschen hier rum. Da hinten ist ein Adler. Ich kann angehört, wie spielt mir das Lied vom Tod? Boah, Thumbnail, Alter. Thumbnail. Geiles Thumbnail-Foto. Hello, Dutch. It's been a while. Sure. So, how's your gang doing? They still believing in you? Better world. Pure world. Hmm? How's that coming along? Just fine. Hmm. How's that score you stole off us? Which one? Oh, I like that. It's like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time. Both of us. Whole heap of trouble. They offered me a price, Dutch, to bring you in. Why didn't you take it? Well, still might. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. Y'all love ladies, Dutch Vanderlyn. I like that about you. What are we doing here? Go home. Is this thing over? Alter. Boah, hab ich mich gerade erschrocken, ey. Ach du heilige Scheiße. Hello, Sugar. You ain't dead, is you? Not. Ach du Scheiße! Was zur Hölle geht hier ab? Kommen den O'Driscolls? Wie soll ich das denn machen? Oh Gott! Junge, wie soll ich das denn machen? Did I kill you? Not yet. No, of course not. Not yet. But I will. Was? Träumt er das gerade oder was geht hier ab, Leute? Die haben doch gerade auf den geballert. Ach du Scheiße, Arthur. Wir sind auf jeden Fall auf einem Pferd drauf. Scheiße. Was hat das denn jetzt zu bedeuten, Freunde? Ja, ich hab mich so erschrocken. Auf einmal kommt einer von hinten mit der Waffe. Boom, haut uns in die Fresse. Boah, jetzt, ich glaube langsam, jetzt kommt diese Stelle, wo es zu diesem spannenden Höhepunkt langsam geht. Wo es immer spannender und spannender wird. Verdammte Scheiße. Ist das nicht der Typ, mit dem gerade der Dutch geredet hat? Ich meine schon. Arthur Morgan. Ja, das ist er. Das ist der. Hello, Gorm. How's Will? I hardly feel it. You will. Septic. Ain't nice. Now, tell me. Fine gun like you. Why you still running around with old Dutch? Could come ride with me and make real money. It ain't about the money, Cole.
Oh, no. It's Dutch's famous car. You killed a whole bunch of my boys. Six-point gag. I ain't got no clue what you're talking about. Oh, you lie, my friend. And I thought Dutch preached truth. Let me go, Cone, and end all this crap between you two. We all got real problems now. The way I see it, they get him, they forget about me. They ain't the forgetting sort. If I were you, I'd run as soon as I had the money. Oh, I know you would. But see, we lure an angry Dutch in to rescue you. Grab all of you and hand you in. Then disappear. So you only met with him to grab me? Of course. He's gonna be so mad. He's gonna come raging over here. And a whole lot of you. And the law will be waiting for him. Arthur. Arthur. I missed you. Oha, nein. Also. Der arme Arthur, Mann, das hat er nicht verdient, Leute. Wisst ihr, was jetzt passieren wird? Jetzt kommen Dutch und so und retten uns. 100%. Was anderes kann ich mir gerade nicht vorstellen, weil alleine wird er da jetzt nicht rauskommen, Leute. Wie soll er jetzt hier gerade alleine rauskommen? Sag mir das. Unmöglich. Das kann nicht sein, Alter. Wenn jetzt wieder... Kann nicht sein, Freunde. Heilige Scheiße. Ich lass mal lieber die Kamera aus, damit wir uns voll und ganz hier wie im Film darauf konzentrieren können. Du kannst an deinen Fesseln schaukeln, um an den Metallschleife zu kommen. Damit kannst du das Schloss knacken. Ach du Scheiße. Nach rechts schwingen. Ah. Links, rechts. Links, rechts. Links, Pfeile nehmen. Ah, als ob da genau so eine scheiß Pfeile liegt. Ey, kann ich mir echt nicht vorstellen. Alter, der muss doch gerade komplett am Arsch sein. Erhitzen? Ah, okay. Ach du Scheiße. Oh nein, das wird wehtun. Pfeile positionieren. Ah. Ach du Scheiße. Ey, das ist ekelhaft gerade. Schießpulver. Alter, der Typ, ne, was macht der da? Oh Gott, Wunde ausbrennen. Kerze heben. Ah! Shoot your hole. I don't want to go to Mexico. Ach du Scheiße. Home. Aufpassen, aufpassen. Hold on, I'll be back in a minute. Lautlos töten. What the hell? Lautlos töten. Digga, Alter, das ist doch zu krank, diese Mission gerade. Wir haben nichts, wir haben keine Waffen, gar nichts. What's he still doing down there? It's one thing torturing a man, it's another thing putting him through stories of the homeland. He better hurry it up. I don't want to be here when the law comes for that side of beef. Was ist das denn für eine Kante? Einem Pferd. Nein. Nein, nein, der darf mich nicht sehen. Ich brauch die Waffe da, ich brauch die Waffe. Hat der keine Waffe? Als ob der keine Waffe hat, der Typ. Doch, hier. Okay, perfekt. So, wir haben jetzt aber nur Munition, nicht die Waffe. Okay, ganz ruhig, irgendwie. Wir machen das schon. Stand da? Kopfbedeckung. Ja, mal den Hund nehmen wir auf jeden Fall mit. Aber hier steht da drin, dass hier eine Waffe irgendwo ist. Da, nehmen. Arthurs Waffen. Ah, die liegen hier. Ah. Hier liegt alles. Wir müssen schnell wieder zurück, Leute. Wer hätte gedacht, dass ich jetzt heute zum Finale des heutigen Let's Plays so eine Folge noch. So eine Folge noch kommt. Hier, Hund, Alter. Hau ihn auf die Fresse. Hier. Wir plündern den mal auch. Dann ist unser Pferd. Als ob hier kein anderer mehr ist. Als ob das die zwei einzigen waren.
fuck. Wir wurden gesehen. Oh nein, Leute, schnell. Kehre nach Clemens Point zurück. Schneller, schneller, schneller. Lass die Leute auf der Straße patrouillieren, um mich zu finden. Ach du Scheiße. Das haben die echt geil gemacht mit diesen Farben hier gerade. Das ist richtig Kopffickerei. Oh, den muss ich gesehen. Oh, ich dachte schon gerade, den muss ich gesehen. Fuck. Wir versuchen am besten gar nicht zu ballern. Wir versuchen einfach direkt zu entkommen. Bleibe lang genug. Ja, ja, ich versuch's schon. Ich versuch's. Kranke Scheiße, ey. Alter, was ist das wieder für eine geile Mission? Das wird ja höchstwahrscheinlich doch wieder heute ein 1-Stunden-Special. Och du Scheiße, ey. Die Frage ist, wie weit ist das denn auch weg, ne? Boah, Bruder, was ist das denn? Ist ja am Arsch der Welt. Ich würde sagen, da können wir uns gleich wiedersehen, ne? Ich muss ja jetzt nicht zeigen, wie ich hier locker 10 Minuten reite, ne? Das ist heftig. Bis gleich. Ach, korrekt, das Pferd bringt uns jetzt dahin oder was? Aber das ist nicht unser Pferd. Oder? War das unser Pferd? Ich weiß es gerade gar nicht. Arthur Morgan. Ich würde mal gerne wissen, was da mit Dutch und dem jetzt vorgefallen ist. Also, wie die da gerade verblieben sind. Oh mein Gott, wir sind angekommen. Okay, ich habe gedacht, wir mussten gerade wirklich 10 Minuten reiten. Ach du Scheiße, Alter. Wir machen das Ding aus. Warum hilft uns denn niemand? Arthur! Arthur? I told you it was a setup, Dutch. My boy, my dear boy, what? They got me. But I got away. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson. He's gonna set the law on us. No, of course he was. I'm sorry, Arthur. It is a bit late for apologies. Swanson! Mr. Morgan! Mr. Morgan, you're safe now! Oh, let's get him to bed! You are safe now, Arthur. Okay. I got you. You're safe now. That's pretty, Dutch. That's real pretty. Miss Grimshaw, will you sit with him a while? Of course. You'll be okay, Mr. Morgan. You're home. Meine Güte, heftig, heftige Scheiße, wirklich. Da bin ich wirklich gebufft bei solchen Missionen, ne? Das sind Story-Games, wirklich. Krank. Jetzt genießt es im Hintergrund. Der Wolf. Wenige Wochen später. Oh, Arthur steht wieder auf dem Bein. Das freut mich, ey. I thought I'd be burying you, Mr. Morgan. Guck mal, unser Bart, Leute. Well, not quite yet, Reverend. Good. How you feeling? About the same as you. I'm sorry to hear that. Well, take care of yourself. You too. Krank, Leute. Heftig. Wenige Wochen später, Mission abgeschlossen. Sei selig sind die blablabla. Kranke Mission, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns definitiv morgen bei der nächsten Folge wieder. Was ein geiles Let's Play heute bei Red Dead Redemption, ey. Krank, geile, geile Mission. Arthur hat jetzt wieder einen richtigen Baba-Bart bekommen. Schreibt mal in die Kommentare, was gefällt euch besser? Lassen wir den Bart so oder machen wir ihn ab? Schreibt's mal rein. Damit würde ich sagen, euer Rillepeter ist raus. Morgen geht's wieder weiter mit dem Game und heute Abend kommt auf jeden Fall noch WWE. Und damit würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, checkt Instagram und alles in der Videobeschreibung aus. Macht's gut. Haut rein und ciao.